war denn hier? Steht auf dem Kopf. Und ist leider abgebrochen dort oben. Der ist da abgebrochen. Den kann man sich aber mal anschauen. Den kann man sich mal anschauen. Also auch wenn hier vorne was abgebrochen ist, dann haben wir aber Ausgedingerin. Gut, dann fehlt uns hier Ruth und Gott. Die Ausgedingerin, das lesen wir hier oben noch. Und dann ist hier Luisa. Die Daten kriegen wir vielleicht auch hin. Okay, dann haben wir einen. Den gucken wir uns an. So, wir haben den Stein jetzt mal umgedreht. Der ist tatsächlich ein bisschen abgebrochen hier oben. Aber man erkennt schon die Ausgedingerin. Das ist jetzt, da müsst ihr mir einfach vertrauen. Hinten seht ihr Gerin hier. Das kommt auch hin. A-U-S-G. Ist eben weggebrochen. Oben stand wahrscheinlich hier Ruth in Gott, meine liebe Frau und gute Mutter, vielleicht sogar Großmutter. Wie auch immer. Aber das Relevante sind ja hier die Daten. Hier haben wir den Namen. Das ist eine Luise Albrecht, schon gesehen. Hier ist ihr Geburtsname, den kann ich noch nicht entziffern. Und da unten die Daten. Also ich bin guter Dinge, dass wir das hier freikriegen. Warum weiß man das Knie ein bisschen grob ab? Hier insbesondere die Geburtsdaten. Das sind schon wichtig. Eine geborene Busch. B-U-S-C-H. Und wenn es eine Ausgedingerin ist, dann muss er auch älter geworden sein. Weil eine Ausgedingerin ist so das, was man heute einen Rentner nennt. Da siehst du, komm, sprechen wir von einer Luise Busch. Die Sonne raus. So, fürs Protokoll 1810 geboren, 1888 gestorben. Das ist 10. August 1810 geboren. Ui, hartnäckig. Und am 30. April 1888 gestorben. Jetzt ein bisschen Wasser rüber mit dem Lappen abtrocknen und dann können wir auch schon dokumentieren. So, der Lappen ist durch, der kommt weg heute Abend, dann nehme ich einen neuen. Bestens. Ja, bestens und gut lesbar. Also nochmal, oben wird es weggebrochen sein. Hier ruht in Gott die Ausgedingerin. Luisa mit OU geschrieben. Albrecht, geborene Busch, geboren den 10. August 1810 und gestorben den 30. April 1888 in Seeren. Der Neumark. Und noch einmal der Blick ohne Stativ.
mit ein bisschen Zoom hier auf dem Friedhof in Seeren einen Grabstein entdeckt, der oben abgebrochen ist. Fragmente sind noch zu lesen. Das ist das Fragment von dem Stand der Toten hier, nämlich Ausgedingerin. So, und hier ruht Luisa Albrecht, geborene Busch. Sie ist am 10. August 1810 geboren und gestorben den 30. April 1888. Ja. Schauen wir mal, ob wir noch einen Stein finden.